Ach, das war es wahrscheinlich am Ende der gedanklichen Ausziehungsreihe der Taxifahrer, der sich sagt, ich habe sowieso keine Chance, die Aufgabe zu lösen, ich habe sowieso keine Chance, nicht immer sowieso zu spät zu kommen, nie fertig zu werden. Also ist es doch wurscht. Und wird es mir gleichgültig und wurde es mir gleichgültig, rechtzeitig zu kommen. Keine Hetze, kein Vollendigungszwang mehr. Am Ende hat er dann die Aufgaben 15 bis 22 als sowieso unlösbare dargestellt. Und erklärt, welche Funktion das wieder hatte, dass sie sich darstellten als unlösbare, wie in dem Film Star Trek, wo es diese von Spock inszenierte Unlösbarkeitsaufgabe gibt, der Fujimoro-Test oder so ähnlich. Fujimori, Fujiyama.